Hey Jons, hier für den 1&1 Cube Channel und bin hier auf der IFA 2016 in Berlin und möchte euch heute mal zu einem meiner Termine mitnehmen, und zwar zu Sony. Und heute ist auch der erste offizielle Tag der IFA 2016, also der 2. September. In einem vorherigen Video hat euch Marcel ja schon durch die Messehallen gebracht. Da wurde noch aufgebaut. Heute ist schon alles fertig und deshalb gehen wir jetzt mal los und zu meinem Sony-Termin. Versprochen habe ich jetzt meinen Termin bei Sony Mobile und dort treffe ich Steffen Grosch, der mir jetzt nochmal die Highlights von Sony Mobile auf der IFA zeigen wird. Hallo und willkommen, ich bin Steffen Grosch von Sony Mobile und hier auf der IFA haben wir zwei neue Geräte vorgestellt, zwei neue Smartphones. Beide sind Ergänzungen der X-Serie, Xperia XZ auf der rechten, das ist das dunkelblaue, und das Xperia X Compact ist das Weiße hier auf der linken Seite. Die große Neuheit ist vor allem die verbesserte Kamera. Wir hatten aus den Kundenwünschen, Kundenumfragen gehört, bei gutem Licht kann jede Kamera recht anständige Bilder machen, aber wie schaut es aus, wenn ich weniger Licht habe und wenn dazu noch Bewegung kommt? Und die große Neuheit bei beiden mit der identischen Kamera, ich zeige es mal an einem, ist die Dreifachsensorik hier hinten. Wir haben im Kameramodul einen Hybrid-Autofokus, den kennen wir schon aus dem Xperia X. Der hat aber seine Grenzen bei weniger Licht. Deswegen haben wir hier neu einen Laser-Autofokus, der auch im Dunkeln mit Infrarotlicht die Entfernung misst. Darauf stellt sich der normale Autofokus ein und hat das Motiv extrem schnell und garantiert scharf eingefangen. Ein anderes Problem, was man vielleicht kennt, sind Fotos mit Farbstich. Wenn grün von den Blättern nicht richtig grün ist oder blau nicht richtig blau. Hier ist noch ein weiterer neuer Sensor, der nimmt das Umgebungslicht auf. Und die Information wird im Bild verrechnet, sodass man dort immer einen optimalen, echten Farbwert hat. Das heißt, grün ist natürlich grün. Braun, die ganzen Farben kommen originalgetreu hervor. Der Sensor nimmt im Gegensatz zu dem Fotosensor, hier ist ein Infrarotsperrfilter davor, im Gegensatz dazu nimmt der Sensor auch Infrarotsignale auf, sodass mehr Information über das Umgebungslicht reinkommt. Also hier haben wir ganz stark an der Kamera gearbeitet, gute, scharfe Bilder bei wenig Licht und bei viel Bewegung. Im Inneren 5,2 Zoll Display, hier drin werkelt der neue Snapdragon 820 Prozessor, arbeitet mit 3 GB RAM, Full HD Display, intern eingebaut sind 32 GB Speicher und wie bei uns üblich kann man den noch erweitern. Hier ist ein Einschub, der passt neben der SIM-Karte auch noch eine Micro SD rein bis 256 GB. Vom Material her gibt es Unterschiede. Das XZ ist komplett aus Metall gefertigt. Ich habe einen Metallrahmen und auch eine Metallrückseite. Das kleinere X Compact besteht aus Kunststoff. Auch der Unterschied, das große ist wasserdicht, das kleine ist nicht wassergeschützt. Das ist ein Unterschied zu der vorherigen Serie, da waren es die Leute immer gewohnt, dass man einen großen hat und ein Compact, was die gleichen Specs hat. Hier haben wir diesmal Unterschiede und deswegen auch die Namen unterschiedlich benannt. Xperia XZ und Xperia X Compact. Eine weitere Neuerung bei uns, USB-C-Anschluss.
Das heißt, egal wie rum ich den Stecker einführe, nicht wie bei Micro-USB, er passt nur in eine Richtung, geht in beide Richtungen. Wir haben auch im Inneren einige Verbesserungen gemacht, wie zum Beispiel neue Assistenten, die prüfen, ob der Speicher voll ist, bieten mir eine Abhilfe. Oder zum Beispiel, wenn ich viele Erinnerungen habe und streiche die nicht weg, dann kommt der Assistent, bietet mir die Hilfe an, hey, möchtest du nicht ein paar von den Erinnerungen und Anzeigen abschalten? Was wir auch gemerkt haben, die Leute behalten ihre Smartphones länger. Früher etwas über einem Jahr, mittlerweile geht der Trend wieder deutlich Richtung 2 Jahre. Und was alle Smartphones haben, wir haben einen Lithium-Akku eingebaut und dieses Bauteil altert. Es gibt chemische Effekte, die kann man nicht aufhalten, aber man kann sie minimieren. Durch eine adaptive Ladetechnologie, die einmal beim Normalladen den Akku möglich schont, wird die Ladung schonend gemacht. Wir haben aber auch neu, ich hoffe, man kann es an der Kamera sehen, wenn ich das über Kopf bediene, gibt es den Akkuschonmodus. Wo haben wir den Akku? Die Batteriepflege. Das Handy weiß, wann ich abends das Ladegerät dran mache und wann ich morgens es wieder vom Ladegerät trenne. Der Akku wird über Nacht nur auf 90% geladen. Die letzten 10% sind die, die dem Akku am meisten wehtun. Und erst kurz bevor ich das Handy vom Ladegerät trenne, werden die 10% obendrauf geladen. Das heißt, ich habe auf jeden Fall morgens meine 100% Akkuladung, aber zwischendurch wird der Akku deutlich geschont, sodass wir mit der Technologie die Lebensdauer des Bauteils etwa auf das Doppelte verlängern. Das heißt, auch nach 1 oder 2 Jahren hält der Akku noch nahezu durch wie am ersten Tag. Also viele Evolutionsschritte hier drin, neues Design, an den Seiten gleichmäßig abgerundet, an den Kanten oben und unten entsprechend fast gerade abgeschnitten, Kopfhörerbuchse für den Standardkopfhörer, unten USB-C. Auch eine Neuerung, die Frontkamera hat mittlerweile die Qualität erreicht wie die Hauptkamera an einem Mittelklassen-Smartphone. 13 Megapixel mit einem wirklich genialen Bildstabilisator. Man kennt die Selfies am ausgestreckten Arm, dann noch mit dem Finger irgendeine Taste erreichen und das bei wenig Licht. Typische Partyaufnahmen, die gelingen nicht häufig, weil eben bei wenig Licht ist es schwierig und dann noch verwackelt am langen Arm. Der neue Bildstabilisator hier in 5 Achsen sorgt auch unter den recht schwierigen Bedingungen für wirklich scharfe Bilder. Beide Geräte kommen relativ bald auf den Markt. Das X Compact startet kurz nach der IFA, das heißt Mitte September, geplant ist der 12. September, werden hier die ersten Geräte im Handel sein. Gibt es in 3 Farben. Das Xperia XZ kommt etwa einen Monat später, sprich Mitte Oktober, in den Handel auch wieder in 3 Farben. Preislich liegen wir beim X Compact bei 449 Euro unverbindliche Preisempfehlung und bei unserem neuen Flaggschiff Xperia XZ bei 699 Euro. Und das war mein Termin bei Sony auf der IFA 2016. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr unseren Kanal abonniert, um keines unserer Videos zu verpassen. Außerdem haben wir natürlich auch während der IFA täglich eine Tech-Talk-Runde, wo wir einfach über die Highlights des IFA-Tags sprechen. Schaut auf jeden Fall auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Also, bis zum nächsten Video. Ciao!